Na ihr, willkommen zurück zu Pokémon Rubin. Oh Mann, und mit dieser Aufnahme, mit dieser Session beginnt nun der langweiligste Teil des Spiels. Alle Routen abfahren. Nee, also ich denke, ich fange erstmal mit Route 126 an. Das ist ja ein bisschen links davon hier. Und dann runter. Ach, dich hatten wir doch noch nicht hier. Wusste ich doch. Ein paar haben wir noch nicht gehabt hier. Schwimmer Yannick. Ah ja. Jetzt werden aber alle, hoffentlich alle, keine Ahnung, alle nochmal levelmäßig ein bisschen aufgeboostet. Schauen wir mal. Na klar, dass ich damit gar keinen Schaden mache. Wie schaut es denn damit aus? Schaufler. Ach, meine Frau sitzt übrigens auch noch bei mir. Haha. Ehre sei mit ihr. So sauf ich ab. Mhm. Prost. Route 126. Weißes. Weiße Felsen. Weißen Fels? Aha. Verstehe. Basil. Warte mal. Basil. Der Garatos? Leck mich fett. Nein, Basil. An was erinnert mich das jetzt? Auf jeden Fall muss ich da jetzt erstmal auswechseln. Willkommen. Wölkchen muss ran. Genau, Basil war doch hier. Der Bauer bei Ocarina of Time. Ja, es ist nun mal Garados, deswegen macht es nun mal nicht viel Schaden. Eine Drachenattacke von ihm. Ja, den hätten wir. Ich geb's zu, du hast gewonnen. Schön. So, hier ist es. Weiße Gestein, warum auch immer. Also geschneit? Schnee kann es gar nicht sein. Das ist diese kulturelle Vielfalt, ha? Aha! Und der alle so schwafeln. Aber überall Löcher zum Abtauchen. Und hier so ein großer Ring. Dieser hohe weiße Berg dort ist Xeneroville. Ah, gut, das. Er hat schon mal gesagt. Ich wollte es nicht. Dagobert Duck. Also, ich wollte es ja nicht spoilern, ne? Eigentlich wäre. Alter! Mann, jetzt. Der ist auf dem Selbstmordtrip, alles klar. Eigentlich wäre jetzt die Aufnahme mal sowieso gut für, ne? Für mehr oder weniger Podcast. Damit wird ja eh nichts. Nein, ich habe zumindest. Zum Beispiel als wieder Pokémon Kristall gespielt. Ich war beim See des Zorns und erinnerte mich daran, wie wir da unser allererstes Shiny bekommen haben. Rotes Garados.
Nee. Ehrlich. Ehrlich wollte ich was anderes sagen, wie ich da mein erstes Shiny abgesehen vom roten Gyarados dort bekommen habe. Und zwar ein Shiny Tanza. Auch beim See des Zorns. Und damals. Tja, da dachte ich wohl echt, das scheint wohl ein Ort für Shiny Pokémon zu sein. Nirgendwo sonst. Naja. Bis andere Editionen mir eben, ne? Mich eines Besseren belehrten. Als ich in der Feuerrot auf einmal einen Shiny Hopspross hatte. Oder dass es im. Hier in einem Trainerturm Shiny Noctu, dass da einer hatte. Oder Shiny Psyana? Ne, Psyana war doch, in der Smaragd. Ich weiß es nicht mehr genau. Das könnte man jetzt nachschlagen. Das ist ja Kuriose, dass es dafür eine Lösung gibt. Da in den Trainerturm die Pokémon wohl fest waren, scheinbar. Hä? Ich glaube, ich gucke wohl nicht gründlich genug, hä? Wusste ich's doch. Da habe ich noch eine Trainerin gefunden. Was? Ottilie? Ah, wie die Kuh aus Banjo-Tooie. Die Ottilie. So würde ich einen Otter nennen, aber keine Kuh. Toll. Ja, komm, das kann ich auch. Eben nicht. Ah, bin ich mehr verwirrt. Aber auf jeden Fall war ich hier die Retourkutsche. Und der kommt natürlich durch. Ist das ein Blödsinn, ist das, ey. Mhm. Natürlich ist er direkt nicht mehr verwirrt. Wobei, ich war auch nur eine Runde lang. Na. Jetzt kommt natürlich erst wieder der Volltreffer. Das muss man gar nicht mehr gebraucht haben. Oh nein! Hm. Sonst noch irgendwo, oder? Ich guck mich lieber nochmal um. Geht zwar auf die Schritte. Das ist super Schutz, aber. Nee, oben ist scheinbar keiner mehr. Also kann ich auch auf die Route 127. Hier. Da gibt's ja wesentlich mehr Trainer und andere Trainer als nur Wassertrainer. Endlich mal abwechseln. Amalrich. Was ist das denn für ein Name? Nee, Leute, sagt mal, was war denn euer erstes Shiny-Pokémon, abgesehen vom roten Gyarados? Oder mit welcher Generation habt ihr angefangen überhaupt? Krachtnack? Sagt mal. Meiner, wie gesagt, war ja, das Tanza, aber das habe ich leider nicht mehr. Das war damals noch in der silbernen Edition noch gewesen. Nicht in der Kristall. Ach, der kommt natürlich durch, weißt du? Da ist immer das Geile. Wir Protagonisten müssen uns gerade momentan einen abkrampfen bei der Verwirrung und die kommen mal eben so durch. Oh,
Siehst du, man muss nur meckern. Ah ja, Verwirrung, das war auch so eine Sache. Es gab da ernsthaft einen Kumpel, der meinte, man darf nicht A drücken, sonst verletzt man sich definitiv selber. Dabei ist das totaler Blödsinn. Das ist wirklich zufällig. Was hatte ich denn da für Zuckungen, ne? Das schon Moosbach. Okay. Ah ja, früher war das noch vor Schwarz-Weiß 2, wenn ich mich recht entsinne. War es noch so, dass man wirklich immer wieder in die Tasche greifen musste, um den Schutz zu aktivieren. Danach wurde es ja wieder gefragt, erneut einsetzen? Olof. Popolov. Wie gesagt, dritte Generation hat es mich am längsten gehalten. Dürfte ich da hier Saphir angefangen hatte. Smaragd. Scheiße. Da geht bei mir der Alarm los. Bist ruhig. Da hätte ich noch einen HPer noch gehabt. Zumindest einer, ja, das waren zumindest ein paar von den vielen Spielen, die mich bei Laune gehalten habe zu der Zeit. Nee. Schulzeit. Würde ich ehrlich gesagt nicht nochmal erleben, es sei denn die Freizeit davon. Wenn ich nicht da bin. Aber zweite, dritte Generation da. Uiuiui. Das war. Ja, da hatte ich öfter, genau. Da hatte ich öfter mit Kevin und seinem jungen Bruder da gezockt. Mit Scavenger und. Ich sag mal, Lord Philip. Das ist das Einzige, was ich noch in Erinnerung gehabt hatte, wo das als Spitzname hatte. Das hat er sich mal bei Gothic so genannt. Tuhaido hatte, ich glaube, es dreht aber voll am Rad. Nee, Madden Harry war das doch jetzt. Jetzt sagt nicht, dass ich ein surfendes Pokémon am Haken habe. Nö. Ich bin nur auf dem Land. Pius. Thank you.
Toxa, ja? Alles klar. Die habe ich ja neuerdings auch shiny gehabt, aber... Allerdings in Dingens hier. Let's go Evoli, let's go Pikachu. Ich finde das eigentlich fast gar nicht mehr der Rede wert, weil da ist die Shiny-Rate deutlich höher als in den Hauptspielen, habe ich den Eindruck. Ach du Scheiße. Trotzdem war bei mir die Freude recht groß. Oh ja, vor allen Dingen war... Oh, jetzt kann ich mich nochmal erinnern. Da hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich als Einziger dann die Smaragd dann später. Kam schon dementsprechend an Johto-Pokémon auch ran, mitunter. Wenn auch nicht an alle. Ja gut, in Feuerrot, Blattgrün gab es ja auch einige. Aber jetzt hier Holduster zum Beispiel. Oder Solflora. Ne, Corazon gab's schon. Granbull, Snubbull, ne? Potrot und so weiter. Farbigel. Wobei, dann ein Jahr drauf später hatte ich dann Pokémon Kolosseum und irgendwann auch XD gehabt. Dann waren wir mit allem bedient. Dann hatten wir auch endlich dann mal Endivir, Feurigel, Kanimani. Die Starter-Pokémon. Die wurden zu der dritten Generation so, ne, herzlichst gesehnt hatten. Eieiei. Es gab schon Aufschrei, als Scavenger plötzlich dann nach was weiß ich wie vielen Stunden erstmals dann Entei in der Blattgrün hatte. Und später kam ich dann mit Raikou. Und irgendwann hatte ich auch Suicune. Das hat mir dann alle drei ertauscht. Alle für den Pokédex-Eintrag bloß. Scheißegal. Naja. Mein Pokémon Kolosseum, dann hatten wir sowieso alle drei. Ach schön, ein Sternblut. Den setzt ihr mir aber nicht auf den Weihnachtsbaum. Nein, für mich heißt es Julbaum. Nur mal so zur Info. Also eigentlich könnte ich jetzt auch mal austauschen hier. Die anderen wollen auch mal kämpfen. Und was hast du schon wieder? Ein Beleber. Ah ja, genau du.
Oleg. Warte mal, Oleg war auch irgendwo hier. Ja, der fängt direkt mit dem Stern, du Level 33 an. Ist klar. Hat er dann auch wieder Wingolf dreimal auf 25 oder... Nö. Dann hat er aber einen Winkel auf Level 25, pass auf. Was ist das denn hier, ey? Nee. Viermal Stern, du. Ernsthaft? Alter, Tag. Oh, ha, 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 ha. Ja, da